Name ist David Fechner, ich bin geboren in München, aufgewachsen in Giesing, bin Friseurmeister, Gründer des ersten Barbershops in München. Giesing ist meine Heimat. Hallo, ich bin Johannes. Es ist Montagnachmittag und ich stehe hier beim David im Friseursalon. Bekomme gleich einen Haarschnitt verpasst. Bin Gründer und Geschäftsführer der Frozen-Yogurt-Kette I Love Leo und vom Sockenkonzept We Are Socks und betreibe in Schwabing noch ein Restaurant, das Bellevue. Was machen wir denn mit dir? Ja, du, also ich habe jetzt schon lange auf den Termin gewartet. Man sieht's. Ziemliche Friese benannt. Also ich habe keine Ahnung, du bist der Boss. Mhm. Vielleicht wenn du so die Hälfte runter machst. Ich gehöre zu den Typen, die immer zu diesen 10-Euro-Läden am Hauptbahnhof gehen, die du wahrscheinlich nicht ausstehen kannst. Das ist eine Berechtigung. Da gehe ich immer rein und sage, bitte einmal Haare ab. Und dann dauert es 10 Minuten, ich gehe wieder raus. Und dann kriege ich immer Schimpfe von meiner Freundin, wenn ich eine habe. Gerade nicht, oder was? Weil es halt scheiße aussieht. Naja. Deswegen bin ich sehr froh, bei dir heute zu sein. Naja, vielleicht klappt es ja dann wieder mit einer Freundin. Ja, genau. Ich setze meine ganze Hoffnung in diesen Termin hier. Und du bist aus München? Ja, ich bin aus München. Born and raised. Alright. Wobei nicht ganz born. Ich bin born in Starnberg. Okay. Wo ich aber nie gelebt habe. Da gab es nur damals irgendeine Öko-Esoterik-Klinik. Und meine Mutter hat sich eingebildet, dass ich dort geboren werden muss. Deswegen steht in meinem Pass Starnberg. Nee, aber ich rein, bin, oder? Ich weiß auch nicht ganz genau. Wassergeburt im See oder sowas. Wie genau das ablief, habe ich nie erfahren. Aber wir können in Ludwig, ja? Ja, genau. Aber nicht ersoffen, sondern auf die Welt gekommen. Noch rausgekommen. Genau, konnte mich noch retten. Und dann bin ich aufgewachsen, erst in Moosach. Und dann habe ich mich zwischenzeitlich mal nach Köln getraut. Da war ich auch schon. Ja, und in Amerika habe ich ein bisschen gelebt, aber am Ende des Tages immer wieder zurück in, okay, in die traute Heimat. Ja, aber selbst dort, mir haben alle prophezeit, dass ich dort bleiben werde. Meine Mutter hat schon um ihren verlorenen Sohn geweint, weil ich ins schöne Kalifornien abgehauen bin, aber... Bist du wiedergekommen? Ich bin wiedergekommen, genau. Aber es ist halt auch eine dankbare Heimat. Man kann immer sagen, ja, ich gehe in meine Heimat zurück und so. Und ich bin so ein bisschen so ein Einfallspinsel, weil mir irgendwie nichts Besseres einfällt, immer wieder die Heimat aufzusuchen. Aber mein Gott, das ist halt schon eine besonders geile Heimat. Und ich liebe immer meine drei Türme, weißt du? Die drei Halbstürme. Ja, genau. Die stehen da immer und dann haben sie oben diese beiden rot leuchtenden Punkte und die sind auch immer so meine Orientierung in der Stadt. Wenn ich in der Nacht die rot leuchtenden Punkte sehe, dann denke ich mir, sind meine Türme. Mhm. Die habe ich irgendwie ins Herz geschlossen. Auch wenn ich abends an der Isar entlang laufe und die stehen da mit ihren beiden Ballen. Die haben auch immer zwei Punkte. Das sind, glaube ich, drei Türme und jeder hat zwei Punkte. Und dann bilde ich mir mal ein, dass die so auf mich runtergucken. Anfangs dachte ich mir immer, das sind irgendwelche, irgendwann werden sie zum Leben erweckt und stampfen die Stadt nieder. Aber mittlerweile habe ich sie ins Herz geschlossen. Denke mir, die wachen so über die Stadt, gucken, was da so los ist. Und sind immer mein Fixpunkt. Ja? Also so ein Eigentlich witzig, weil sonst ist ja München immer assoziiert mit diesen, mit den Barockkirchen und den ganzen klassizistischen Prachtbauten und so weiter. Aber für mich sind diese Türme eigentlich so ein Heimatsymbol. Ja. Könnte man mal ein T-Shirt machen mit diesen drei Türmen drauf, mal sehen, ob sie erkennt. Ja, für mich ist es auch so, ich schaue da jeden Abend drauf. Das ist auch so meine Skyline aus Sendling. Mhm. Ja, genau, Sendling Skyline. Genau. Ja. Was machst du sonst, wenn du nicht gerade beim Friseur sitzt? Was ich sonst so mache, wenn ich mir keine Gedanken über Haare mache? Ja. Okay. Ich glaube, die Berufsbezeichnung wäre Gastronom wahrscheinlich. Ja? Okay. Wobei, ich habe gelernt, das darf man nicht sagen, weil ich habe mal Online-Dating ausprobiert. Und dann kommt man ja da immer ins Chatten rein. Und dann kommt ziemlich bald immer die Frage, was man denn beruflich macht. Das wollen die Damen dann ja wissen, sozusagen, um irgendwie einschätzen zu können, ob das da möglicherweise ein guter Fang ist. Und dann habe ich, wenn man dann da reinschreibt, ich bin Gastronom oder ich arbeite in einem Restaurant oder sowas oder ähnliche Formulierungen, dann antworten die nicht mehr. Ja? Echt? Ja, ist ganz krass. Aber wenn man irgendwie zum Beispiel reinschreibt, ich mache ein Startup im Food-Bereich oder sowas, dann ist die Antwort schon wieder wahrscheinlicher. Aber Gastronom ist meine korrekte Berufsbezeichnung, ja. Aber könnte halt alles sein, genau, ne? Du kannst halt Bartender sein. Ja. Und ja. Genau, nee, also, aber ganz konkret, also ich bin Eisverkäufer. Okay. Ich bin Sockenverkäufer. Sauber. Ja, und ich betreibe noch ein Restaurant. Mhm. Ja.
Also hast du alle Partien beieinander, also über Sommergeschäft, Wintergeschäft. Ja, genau. Und konstant. Alles, was das Herz begehrt. So. Also es ging los mit I Love Leo. Also I Love Leo ist... das habe ich schon mal gehört. Genau, Deutschlands bester Frozen Joghurt oder okay. Der beste Frozen Joghurt der Welt eigentlich. Ist eine kleine Frozen Joghurt Kette, die es in Süddeutschland gibt. Mhm. Und habe ich vor 6 Jahren gestartet. Und kommt aus München. Wir haben in München 3 Filialen. Und und im Winter wird ein Teil der Läden eben umgebaut, komplett umgebaut. Und da machen wir Modeboutiquen rein. Und zwar Modeboutiquen mit Fokus auf fancy Socken. Ja, weil ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Es gibt einen dicken Trend dahingehend, dass Socken neu erfunden werden. Okay. Und eben nicht mehr nur dieser dröge Alltagsgegenstand sind, der keine Beachtung findet, sondern dass Socken ein knallbuntes, witziges Accessoire sind, wo man so ein bisschen mit den Augen zwinkern kann, so wie eine Krawatte oder sowas. Ja. Okay. Und da gibt es eine ganze Reihe von Marken, die halt echt funky, coole Socken machen. Und wir haben halt so eine Brand geschaffen, mit der wir Modeboutiquen betreiben für diese fancy Socken. Und gut die Hälfte von unseren Läden bauen wir im Winter um zu Modeboutiquen. Aber was ist denn jetzt eigentlich ein Frozen Joghurt? Für mich ist das, also ich kenne jetzt Eis, aber kein Frozen Joghurt. Ja, shame on you. Jetzt weiß ich ja, wo ich hingehe. Ja, genau. Wenn mir der Haarschnitt gefällt, kriegst du vielleicht eins. Frozen Joghurt ist im Grunde Eis. Also es ist halt eine spezielle Art von Eis. Mhm. Eis, was eben aus Joghurt hergestellt ist. Und dadurch eben einfach gesünder ist und manche sagen auch leckerer. Ja. Zu denen gehöre natürlich auch ich. Dann stelle ich mir einfach einen Becher ins Eisfach und mache einen Stiel rein von oben. Nein, da gehört natürlich ganz viel Magie dazu. Ja. Ganz viel Magie. Ja. Es ist super cremiges Eis, was eben immer frisch on demand hergestellt wird. Also es ist kein Eis, was vorproduziert wird in der Nacht, sondern wir haben eben Eismaschinen, die immer sozusagen den ganzen Tag durcharbeiten und dann immer on demand, wenn ein Kunde das bestellt, wird das eben von der Eismaschine direkt produziert. Dann ist halt der Witz, dass du hast in jedem Laden so ein fettes Buffet, in dem du alle möglichen Obstsorten, Beerensorten, Nüsse, Schokoladen, Soßen und so weiter findest und dann kannst du halt so ein bisschen kreativ sein und dir dann knallbunten Becher zusammenstellen halt, der dann so ein kleines Kunstwerk ist und auf den du dann stolz sein kannst und der auch super lecker natürlich ist. Also es gibt dann Toppings. Ja. Genau, Toppings, ja. Mein Gott, ich habe mein Leben lang schon immer Eis gegessen. Also ich war glaube ich, auch eins meiner ersten Wörter als Kind in einem Italienurlaub, Gelato. Mhm. Und das ist für mich, Eisessen ist für mich einfach was Magisches. Und ich habe dann in Kalifornien eben super viel Frozen Joghurt gegessen und habe damals Geschichte studiert. Also ich bin eigentlich Historiker, sozusagen Berufsbezeichnung könnte auch Historiker sein, ja. Okay. Und das ist aber natürlich so ein Studium, wo du keine Ahnung hast, was du damit machen sollst. Das ist natürlich keine Berufsausbildung. Ja, ist ein schönes Studium, aber ja, genau. Du bleibst halt oft dann auf der Strecke, ne? Ja, genau. Und mein Gott, und dann ging das Studium zu Ende und ich habe, ich bin auch irgendwie Romantiker und habe dann irgendwie mir eingebildet, dass ich Bock habe, ein kleines Business zu machen und und hatte aus Kalifornien immer noch diese Idee im Kopf, dass man noch Frozen Joghurt machen könnte. Und so sind einfach ein paar Zufälle zusammengekommen. Ich habe an der Uni eine coole Location gefunden. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, das zu finanzieren. Und mein Gott, ich habe auch super Glück gehabt, weil ich damals einen coolen Job habe. Ich bin immer die ganze Zeit Rikscha gefahren. Da konnte ich so ein bisschen Startkapital verdienen. Okay. Und am Anfang war es schon Leidenschaft und so ein Stück Romantik. Und dann kamen aber einfach ein paar gute Zufälle, ein bisschen Glück dazu, die es mir ermöglicht haben, den ersten Laden aufzumachen. Ja, und Leidenschaft ist jetzt nicht mehr so verfügbar oder für das Produkt an sich, oder? Ja, doch, absolut. Aber klar, wenn man dann im Business drin ist und das ein paar Jahre läuft und auch ein bisschen größer wird, dann hat man natürlich auch immer mehr mit irgendwie Administration zu tun oder dann kommen auch irgendwelche Sorgen dazu und Probleme und dann kommen halt viele Sachen dazu, die sage ich jetzt mal, mit dem Frozen Joghurt nicht mehr so viel zu tun haben, sondern halt so allgemeine kaufmännische Sachen sind, für die man natürlich auch Leidenschaft haben kann, wenn man es möchte. Aber das Produkt dann manchmal so ein bisschen verdecken, was auch immer traurig ist, wenn man merkt, scheiße, ich habe jetzt eigentlich mal eine ganze Woche lang irgendwie nur mit irgendwelchen Büroarbeiten verbracht, die mit unserem eigentlichen Produkt, das, was die Leute lieben und was man selbst liebt. Aber das ist ja das, was alle Leute immer nicht sehen. Ja. Ne?
Ja, cool, da schaue ich auf jeden Fall mal vorbei. Ja, schwing ich mal vorbei, kriegst ein Eis. Gibt's jetzt noch Eis oder gibt's jetzt Socken? Nee, es gibt schon noch Eis. Ich meine, es war ja auch noch mal ein bisschen goldener Herbst und so. Aber klar, ich meine, jetzt ist dann schon trostlos. Wenn es regnet und 10 Grad hat, dann hast du irgendwie 50 Euro am Tag in der Kasse oder sowas. Schon sehr vom Wetter abhängig. Genau. Nee, wir haben letzte Woche Regensburg umgebaut. Regensburg haben wir jetzt schon Socken vertickt übers Wochenende. Und jetzt Stück für Stück, wir haben so eine ganz coole Handwerker-Crew. Die cruisen dann durch die Landschaft und machen den ganzen Umbau. Und die nehmen sich jetzt als nächstes Stuttgart vor. Mhm. Dann machen sie München und dann Konstanz. Und dann sind wir Mitte Oktober fertig. Okay. Ja. Und wie kommt man da drauf? Ich meine, weil du jetzt irgendwie businessmäßig viel unterwegs bist und was gesucht hast, was den Anzug hervorhebt, oder? Ja, weißt du, es ist halt, mein Gott, also ich habe alles Mögliche ausprobiert, um einfach, die Eisdielen haben ja das klassische Winterproblem. Du vertickst im Sommer dein Eis und was machst du im Winter? Das Problem gibt es ja schon immer. Und dann gab es früher natürlich die Lebkuchen, oder du cashst einfach sowas von ab im Sommer, dass du einfach zumachst. Ja. Aber wir haben echt alles Mögliche ausprobiert. Ich habe mal ein komplettes Schokolateriekonzept gemacht, ich habe Cupcakes haben wir gemacht. Mhm. Komplette Coffeeshop-Nummer mit frischen Waffeln, Kaffee und Kuchen, Milchreis, frisch gepressten Säften und so weiter. Okay. Aber ich sag dir, das Einzige, was wirklich gelaufen ist, sind halt die bunten Socken. Und haben gesehen, hey, hoppla, da gibt es eine ganze Reihe von echt coolen kleinen Companies, die geile bunte Socken machen. Und dann haben wir halt auch gesehen, das ist irgendwie was total Ähnliches eigentlich wie Frozen Yogurt. Also hört sich jetzt erstmal ein bisschen absurd an, ja, Socken-Eis. Was ist ähnlich daran? Aber es ist halt... mein Gott, weißt du, es sind beides so kleine, bunte, freche Sachen, die irgendwie den Alltag so ein bisschen aufheitern. Ja, klar. Und ja, die man jetzt nicht so wahnsinnig ernst nehmen muss, die aber irgendwie so coole kleine Sachen sind, über die man sich freuen kann. Und, ja, das ist wichtig. Emotionen verkaufen ist immer... Ja, und mir macht es auch so Bock, weil das ist auch ein Grund, warum ich Eis verkaufe, weil, weißt du, das ist irgendwie so eine super einfache, coole, kleine Sache, die es schon immer gab, die es immer geben wird und die irgendwie die jeder versteht, die nicht so kompliziert ist. Weil am Anfang, wo ich über das Thema nachgedacht habe, dachte ich mir natürlich auch, hey, ja komm, Socken, willst du mich verarschen? Ich beschäftige mich doch jetzt nicht mit Socken irgendwie. Ich hab mir immer nur schwarze Socken gekauft, weißt du? Ich hatte auch immer nur die gleichen Socken. Mhm. Einfach schwarze Socken, basta, muss ich mich nicht kümmern. Mhm. So. Wie so Leute, die mal ein weißes Hemd tragen. Und deswegen war für Socken für mich auch so ein... Warte, ja, irgendwo noch, oder? Auch kein Thema irgendwie. Ja. Ja, und dann beschäftige ich mich jetzt seit 2-3 Jahren mit Socken und jetzt bin ich voll der Sockenfan, Mann. Und ich habe mich da irgendwie so... Ja, ist total geil. Jetzt habe ich die Schublade... Neuer Fetisch. Ja, neuer Fetisch. Ich habe die Schublade voll mit den geilsten Socken, kenne die ganzen Brands, weiß alles über Socken. Mhm. Und finde es total geil. Das ist für mich auch irgendwie ein cooles Beispiel, wie man so... sich so ein bisschen... irgendwie Fan von irgendwas werden kann. Oh, super geil. Ich bin voll gespannt auf den Schritt, Mann. Ja, du siehst ja, dauert auch ein bisschen. Ich werde nachher wie so ein alter V. Muss man erstmal einen Fechnerschnitt reinbringen, gell? Genau, ich werde die nächsten 3 Tage nur auf dem Boulevard rumlaufen. Auf und ab. Auf und ab, genau. Hältst das Schild hoch. Ja, ich brauche dann noch ein Fechner-T-Shirt mit so einem Pfeil nach oben. Okay, machen wir. Fechnerschnitt. Mhm. Ja, wenn du sagst Boulevard, was ist so dein Hotspot in München? Mein Hotspot. Wo würdest du jetzt mein T-Shirt tragen? Dein T-Shirt, muss ich mal überlegen. Also ich habe schon die meiste Zeit in Sendling auch gewohnt, also Sendling, Goetheplatz, wobei das ja eher so eine Wohngegend, das muss ich mal überlegen. Also ich fahre mit dem Fahrrad rum. Ja, da kommst du ja an vielen Vierteln wahrscheinlich durch. Ja. Ja, ich meine die beiden Türme unten, das finde ich schon sehr, sehr geil. Also die Sendlinger Heiztürme zwischen Ring und Bahnbrücke. Ja. Ja. Okay. Gerade wenn es so ein bisschen Hochwasser hat, dass es nicht allzu lieblich ist, sondern noch so ein bisschen Badass, weil die Isar Ärger macht. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist mein Favorite Spot. Okay, Johannes. Bin ich soweit fertig. 3 Kilo hast du jetzt Minimum verloren, liegt alles am Boden. War schon ganz ordentlich, oder? Ja, ist schon was runtergegangen. Darf ich dir was reinmachen? Warum nicht? Das finde ich gut. Wenn du schon nichts reinmachst, mache ich dir jetzt mal was rein. Triggern wir dich mal ein bisschen. Mhm. Dann nehme ich jetzt mal ein recht festes Wachs. Ist aber sehr matt.
kriegst du einfach ein bisschen Struktur in die Haare. Das ist einfach easy Styling. Gut, Johannes, du bist jetzt gestylt. Okay. Einen echten Fechner-Schnitt bekommen. Na ja, geil, tausend Dank. Bin gespannt, was du sagst. Auf jeden Fall sehr cool, dass du da warst. Und, ja, danke dir. Ja, viel gelernt und gehört und finde ich super. Weiter so. Ja, geile Sache. Nächstes Mal machen wir einen Deal. Ja. Ja. Socken gegen Haarschnitt. Genau.